Herrschaften. Ich will einmal darüber berichten. Ich bin eingesperrt worden. Ein Lehrer, eine Corona-Station oder was weiß ich, wie man das nennt. Weil ich aus einem Hochrisikogebiet. Auf jeden Fall bin ich in den letzten 5 Wochen. Habe ich 5 PCR-Tests gemacht. 5-mal negativ. Ich bin Corona geimpft. 3-mal. Meine Frau ist auch 3-mal geimpft. Wir sind eingesperrt worden zum 2. Mal. Letztes Jahr an Weihnachten und dieses Jahr wieder an Weihnachten. Wir haben keinerlei Kontakt gehabt zu unseren Kindern. Unsere 3 Kinder, 5 Enkel, 2 Urenkel, keinerlei Kontakt dürfen haben, weil ich aus einem Hochrisikogebiet. Hobby, ich war im Urlaub, habe meine Brüder besucht in Südafrika. Und da muss ich noch dazu sagen, ich bin mit der Swiss geflogen und mit dem Flughafen geguckt in Kapstadt. Ich habe einen PCR-Test, auch dort gehabt, negativ, sonst kannst du gar nicht fliegen. Ich bin mit Schweizer zusammengeguckt aus Basel. Dann haben wir sie gefragt, ob sie auch mein 14 Tage in Quarantäne. Die haben mich nur quasi angelacht. Und haben gesagt, sie gehen jetzt heim. Und durch das, dass sie jetzt 3 Wochen im Urlaub waren, bringen sie den Koffer heim und dann steigen sie gerade ins Auto und fahren nach Lörrach und nach Wiel zum Einkaufen. Mich haben sie 14 Tage in Quarantäne geschickt. Seit dem 27. habe ich wieder ein PCR-Ergebnis, dass ich keinerlei Virus in mir trage. Ich darf weiterhin nicht raus, bis morgen am 1. 10.30 Uhr hört die Quarantäne auf. Meine Frau darf, obwohl sie im gleichen Raum ist wie ich, die kann rausgehen, wie sie will. Wenn ich sie angesteckt habe, ja. Die Logik, die hier im Deutschen gemacht wird mit dem ganzen Corona- und Omikron-Seif, versteht kein Mensch mehr. Kein Mensch versteht es mehr. Das ist die Willkür, die reine Willkür, das sage ich jetzt von kleinen Beamten, die jetzt endlich Macht haben und Leute können einsperren, 14 Tage lang, ohne jeglichen Grund. Und das gehört nach § 239 bestraft, das ist Freiheitsentzug. Und nach dem Artikel 2 gehört er gehandelt. Bis 5 Jahre Haft. Und ich hoffe, dass da mal irgendein Anwalt das mal in die Hand nimmt und dort Leute helfen, wie jetzt mir. Und mal dagegen vorgeht. Ich hoffe, da hat er genug Fälle. Die Engelin ist auch eingesperrt worden vor 2,5 Monaten. Auch Verdacht Corona. Auch negativ. Eingesperrt. 14 Tage mit ihrem Mann zusammen, waren beide nicht krank. Und die Leute, wie ich jetzt, werden wahrscheinlich auf der Liste hochgenommen. Wir haben wieder neue Fälle in Lörrach. Und das ist eine verdammte Sauerei, was da abgeht. Und dann habe ich in eine Liste geschickt. Ich habe Fernsehsender angeschrieben, ich habe Zeitungen angeschrieben. Und keiner von denen ganzen getraut sich mehr was über solche Sachen bringen, was hier abgeht mit Leuten, die unschuldig mit daheim hocken über Weihnachten ohne jeglichen Kontakt und das zum 2. Mal. Und das ist eine große Sauerei, dass die Presse das nicht mal veröffentlicht, weil sie alle keine Eier haben, auf Deutsch gesagt. Und vor allen Dingen die Fernsehsender auch nicht mehr. Und das ist eine verdammte Sauerei in dem Land geworden. Okay, das wollte ich sagen. Morgen am 1. 10.30 Uhr darf ich wieder zum Haus aus. Meine Frau kann jederzeit zum Haus aus. Ist doch eine komische Sache, oder? Ich bin negativ seit dem 27.12. Das Amt hat mir wieder geschrieben, ich darf erst am 1.1. raus. Richtig typisch deutsch Beamtentum. Richtig. Gesetz. Und Gesetze. Und das gibt es in keinem anderen Land auf dieser Welt. Ich war in Afrika. Ich bin von Kapstadt nach Namibia. Ich habe es probiert. Genau. Bis bei uns Leute machen mit dem Handy, habe ich am Zöllner das Handy vorgelegt anstatt der Pass. Der hat mich ausgelacht. Meine Brüder waren dabei und hat das alles miterlebt. Ich und meine Brüder wohnen seit 46 Jahren in Südafrika.
Wir haben am Zoll zu Namibia 3 Stunden haben jetzt gehabt, dass wir über die Grenze kommen. 6 Beamte, 6 Stempel müssen wir haben, damit wir von Südafrika nach Namibia, ohne dass auch Corona ist oder was, 6 Stunden. Und bei uns kann jeder mit einem Handy ins Land reinlaufen und hat sogar schon eine deutsche Karte drin. Und das finde ich so komisch, dass ich eine deutsche Karte habe. Ich habe das Problem, in Südafrika eine Karte zu kriegen. Aber die, die zu uns kommen, haben das schon drinnen. So wie so dazu. Und auf der Rückreise ist das genau das Gleiche gewesen. Von Namibia nach Südafrika. 3 Stunden. 6 Stempel brauchen wir. 6 Stempel. Dass man übers Zoll kommt. Hast keine Chance. Keine Chance. Bei uns kann jeder hin und kommt ins Land reinlaufen. Und jetzt ist erschienen die Schweiz Hochrisikogebiet. Und die dürfen durchfahren, hin und her fahren, ohne PCR-Test. Im Auftrag. Was heißt im Auftrag? Nein. Das heißt, weil sie arbeiten. Ja, ist denn ein Arbeiter nicht anfällig auf Corona? Sind nur die Reisenden anfällig auf Corona? Da stimmt doch etwas nicht mehr. Hört mal auf in dem Land. So, jetzt habe ich den Ärger losgekriegt. Das war mein Info. Ich bin froh, wenn ich wieder raus darf und das normale Leben kann feiern. Und ich sage eins, ihr verstand langsam die Leute, die auf die Straße gehen. Weil das, was da abgeht, das hat mit Corona nichts mehr zu tun. Fertig, alles Schluss. Danke. Ich beziehe mich halt immer auf die Realitäten und Fakten. Haben wir jetzt einmal angeschaut, wie dieses Ansteckungsszenario in Südafrika ist. Seit 2 Tagen fallen dort die Zahlen, wunderbar. Die Krankenhauszahlen und Intensivstationszahlen unverändert, nämlich sehr tief in Südafrika. Und siehe da, auf einmal meldet sich, heute konnte man das nachlesen auf der Seite des Spiegel, jene Ärztin zu Wort, die in Südafrika Omikron entdeckt hat. Die heißt Kwesi und die hat heute ein Interview gegeben und die sagt Folgendes zu Omikron, die Entdeckerin von Omikron. Lassen Sie mich klarstellen, sagt die Ärztin. Nichts, was ich in dieser neuen Variante gesehen habe, rechtfertigt die extremen Maßnahmen, die jetzt in Europa und sonst überall ergriffen werden. Erstes Zitat. Zweites Zitat. Niemand hier in Südafrika ist mit der Omikron-Variante ins Krankenhaus eingeliefert worden. Niemand, sagt sie dazu. Und es wird auch angenommen, dass hier überhaupt niemand ernsthaft erkrankt ist. Sie kennt keine Patienten, die mit Omikron ernsthaft erkrankt sind. Und sie fügt hinzu, und das ist die eigentliche Sensation des Interviews, sie sagt, sie versteht nicht, warum man jetzt die Chance von Omikron nicht nutzt und Omikron nicht als Feind, sondern als Freund sieht, denn eine so harmlose Variante hätte das Zeug und die Chance dazu, eigentlich eine Durchseuchung stattfinden zu lassen, wo niemand schwer erkrankt und wo wir die Pandemie hinter uns bringen können, sagt sie in diesem Interview.